Brauchst du Hilfe, weil dir gerade alles zu viel wird? Ich habe die perfekte Lösung für dich, die 5-Schritt-Lesemethode. Du fragst dich, was das ist? Gar kein Problem, ich erkläre es dir jetzt. Die Methode hilft dir, einen komplexen Text leichter zu verstehen und die wichtigsten Informationen schnell zu erhalten. Deshalb ist sie gut geeignet für Inhaltsangaben, Erörterungen und vieles mehr. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie das funktioniert. Dann lass uns direkt loslegen. Als erstes solltest du den Text überfliegen. Kommt dir etwas bekannt vor? Weißt du vielleicht schon, worum es geht? Vergiss auch die Überschrift nicht. Als nächstes solltest du die 5 W-Fragen an den Text stellen. Kennst du die noch? Sie lauten: Wer, was, wann, warum und wo. Jetzt heißt es gründlich lesen. Markiere dir die wichtigsten Stellen im Text, schreib unbekannte Wörter auf und notiere dir Schlüsselwörter. Danach teilst du den Text in verschiedene Abschnitte ein und formulierst Teilüberschriften. Das verschafft dir einen besseren Überblick über den komplizierten Text. Im 4. Schritt fasst du den Inhalt des Textes Abschnitt für Abschnitt zusammen. Achte darauf, deine eigenen Worte zu verwenden. Mittlerweile solltest du schon einen guten Überblick über den Text haben und es wird dir einfach fallen, die Hauptaussagen des Textes zu formulieren. Hast du alle Schritte erledigt? Dann kannst du mit deinen Notizen nun deine Inhaltsangabe schreiben. Und hey, ich habe noch gute Nachrichten für dich. Du kannst diese Methode in jedem Fach verwenden, in dem du komplexe Texte lesen musst. Und jetzt noch einmal alle 5 Schritte im Schnelldurchlauf. Überfliege den Text, stelle Fragen, lies gründlich, fasse zusammen und formuliere die Hauptaussagen. Aber eins ist klar, Übung macht den Meister. Endlich hast du wieder mehr Zeit für andere Dinge. Viel Spaß beim Ausprobieren!